Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Ich habe nicht trainiert, nein. Ich möchte es versuchen, ja. Aber ich weiß nicht so richtig, was für ein Pokémon ich jetzt da an die erste Stelle packen soll. Ich meine, Ben ist zu unterlevelt mit seinem Level 52, also bleibt nur Plesiur und Bambi. Plesiur 58, Bambi 56. Ich denke, ich versuche es erstmal mit Bambi. Leute, wenn ich hier jetzt verkacke, ja, dann habe ich ein Problem. Aber ich denke, es geht. Ansonsten scheiße. Eis ist, du weißt, schon hart, aber eben auch zerbrechlich. Da ist ein bisschen wie Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Defensive zerbrechen kannst, hängt ganz davon ab, welche Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug geredet, jetzt wird's. Du weißt schon, kämpft! Ja, hau dir doch auf die Wampe. Okay, es gilt ernst. Galanto. Du startest mit einem Rex Blizzard. Das ist nicht mal unbedingt gut. Nicht mal unbedingt gut. Oh, Level 56. Das ist auch nicht so gut. Aber okay, versuchen wir es. Erstmal die Donnerwelle. Yes, sitzt. Und sei am besten gleich paralysiert. Nee, Energieball, shit. Warum kann mein Rex Blizzard das nicht? Nein, verdammter Hagel. Gut, wir versuchen es mit der Mondgewalt. Ja, das sah gut aus. Ja, ein Spezialangriff sinkt, fantastisch. Okay, Spezialverteidigung sinkt auch. Oh nein. Gut, ich denke mal, er wird sein Pokémon gleich heilen. Deswegen werde ich das auch machen. Ich werde das auch machen, auf jeden Fall. Von mir Top-Genesung und bestimmt gleich vom Arena-Leiter ebenfalls. Nee, nur ein Hypertrank. Oh, du Vollidiot. Fantastisch. Fantastisch. Heißt, wir haben nach wie vor die Paralyse. Okay, nochmal Mondgewalt. Kriegen wir hoffentlich hin. Oh, das ist Damage, den ich sehen will. Eisstrahl, okay. Dürfte nicht mehr allzu viel Damage machen. Ja, okay. Und damit können wir Rex Blizzard erledigen. Falls nicht nochmal ein Hypertrank kommt. Aber nee, das ist völlig in Ordnung, Leute. Das ist völlig in Ordnung. Der soll hier seine Tränke für sein erstes Vieh aufbrauchen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Oh, und es hat aufgehört zu hageln. Fantastisch. So, machen wir es platt. Tschüss! Okay, Pokémon Nummer 1 ist besiegt. Der hat, glaube ich, 3, oder? Plesiur 59, fantastisch. Trigometri. Dann nehmen wir wieder Plesiur, würde ich sagen. Und ich glaube nicht, dass das viel tun kann gegen ein Plesiur. Hast du gerade meine Hoffnung? Und wir versuchen den Donnerblitz. Lichtkanone, bist du scheiße? Gut, habe ich ausgewechselt, ey. Das wäre nicht so cool gewesen. Komm schon. Nee, keine Paralyse. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Okay, Surfer. Hagelsturm, gut, darfst du machen. Hast du eine Runde verschwendet? Was könnte noch als drittes auf uns warten? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich hoffe, Plesiur kann da relativ... Oh nein, nicht Konfusstrahl. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, gegen... Oh, super. Gegen Rex Blizzard hätte dann Plesiur doch ein bisschen Probleme gehabt. Aber so müssten wir das eigentlich schaffen. Vorausgesetzt, die Verwirrung geht gleich wieder weg. Das wäre natürlich wichtig. Fucking fuck. Problem. Plesiur, das wird ein Problem. Verstehst du? Nochmal die Lichtkanone. Oh. Ist zum Glück keine Step-Attacke so. Nein, warum immer noch verwirrt? Na. Oh, nerv nicht.
Das ist doch jetzt wieder Kacke, ist doch das. Wisst ihr? Ich würde sagen, Top-Genesung. Ich wette, in der nächsten Runde kommt dann wieder der Konfu-Strahl. Oh, ein Wunder, dass er nicht direkt jetzt kommt. Aufgehört zu Hageln, ja gut, das... Das wäre gut, falls du nochmal Hagelsturm einsetzt, Figometi. Das wäre super. So, und jetzt nochmal den Surfer. Ja, Hagelsturm! Oh mein Gott, seid ihr Idioten! Seid ihr Idioten, ey! Surfer! Jawoll! Oh mein Gott, noch eines. Noch eines. Bambi, 57, gut. Becky, 24. Sie levelt gar nicht mehr so schnell voran, wie ich mir das erhofft habe. So, okay. Arctillas. Ein Arctillas. Gut. Was kannst du denn? Ich wette, du kannst Eiskälte oder so einen Scheiß, oder? Hoffentlich können wir dich auch paralysieren. Das macht aber guten Damage, ey. Aber Arctillas ist halt schon... Sieht halt schon cool aus. Sieht halt wirklich cool aus. Finde ich jetzt, ja. Wir haben immer noch den Abgesang. Darf ich nicht vergessen. Ja, oh, fantastisch. Und? Natürlich kommst du durch. Natürlich. Okay, trotz des Fluches. Okay. Wenn du dir jetzt Mühe gibst, Plesior, können wir das Vieh direkt zerstören. Und zwar mit dem Surfer. Hau es weg! Jawoll! 1A Arbeit. 1A Arbeit, Leute. Megalodor 38. Super! Super! Gut gekämpft, das bringt selbst das kälteste... du weißt schon, das kälteste Eis zum Schmelzen. Oh, super! Also, dein Team ist der, du weißt schon, der Hit eben, ne? Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Dankeschön! Shawny erhält von Galanto den Eisbergorden. Der Eisbergorden, also, der ist so wie, du weißt schon, ein Zeichen der Stärke. Mit ihm werden dich alle deine Pokémon respektieren und dir im Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch das hier geben. Oh mein Gott, TM-Eistrahl. Oh mein Gott, das will ich. Das brauche ich. TM-Eistrahl. Ja. Halt jetzt die Klappe. Bla 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 bla. Oh mein Gott, Leute. Was? Ah, jetzt komme ich da. Ah, jetzt komme ich da so oder so raus. Das ist gut. Cool. TM-Eistrahl, Leute. Habe ich nicht vor ein paar Parts gesagt, oh, die brauche ich. Ich brauche die nämlich wirklich. Und zwar für Ben. Zwar für Ben. Und zwar sollst du vergessen, Nee, Prio-Attacke ist cool, den Blizzard. Weil, wie gesagt, ich vertraue da nicht so drauf. Sehr gut. Oh, Plesior, ganze Arbeit. Wow, ich... Achso, ich rutsche. Plesior, ganze Arbeit. Und Bambi hat geholfen. Fantastisch, Leute. Fantastisch. Was ist jetzt? Hä? Sei grüßt, du künftiger Chap. Wie geht's dir stets, hä? Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Oh, der Typ kommt auch nochmal. Jetzt, wo du, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein davon ab, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Jo, das stimmt wohl. Erstmal gehen wir meine Pokémon heilen, ich meine, machen wir uns da nichts vor. Der Punkt ist, unter Umständen brauche ich Stärke in der Siegestraße. Ich denke, ja. Mist. Mist, Mist, Mist. Der Einfachheit halber. Kann das vielleicht Becky lernen? Oh, Kaskade brauche ich sicher auch. Oh, nein. Ja, Becky, Stärke, ne? Kann nicht so verkehrt sein. Deswegen bitte. Kopflos kann weg.
Dankeschön, danke sehr. Und wie gesagt, Kaskade. Ah, kann nur Plesio lernen, das ist natürlich scheiße, aber gut. Wir behalten es mal im Hinterkopf, ja. Wir behalten es echt mal im Hinterkopf. Ansonsten muss ich dann halt da nochmal durchgehen. Ja, sei es drum. Gut, Leute, die Siegerstraße wartet. Wir haben alle 8 Orden. Ich habe gesagt, trainieren, trainieren, trainieren. Wobei... Fuck, doch, ich muss trainieren. Ich muss, Leute, es geht nicht anders. Tut mir leid. Aber wir gehen erstmal noch unsere Orden abgeben. Für das haben wir noch Zeit. Du musst alle 8 Orden haben. Mal sehen, du hast alle Orden. Gut, lass mich überprüfen, ob du noch hältst, was du versprichst. Aber... Was? Oh, shit! Ich muss auch noch gegen den kämpfen. Das war jetzt nicht so unbedingt das, was ich gewollt habe. Shit! Oh, shit! Okay, das kommt jetzt unerwartet. Scheiße. Aber, naja, sei es drum. Holzgeweih! Ja, nicht ganz die Hälfte. Aber schreck zurück. Oh, Kingstein, fantastisch. Und nochmal, Holzgeweih. Ja, reicht nicht ganz. Tarnstück. Oh nein, mach doch nicht sowas, ey. Mach doch nicht sowas. Viel Ender muss immer noch weg. Ja, das nervt. So, Pokémon Nummer 1 ist weg. Keine Dinge riskieren hier. Seedraking. Ja, ansonsten hätte ich jetzt kurz wechseln können auf Becky, damit sie ein bisschen leveln kann, aber... Nee, 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 nee. Wir dürfen keinen unnötigen Schaden nehmen. So, perfekt. Ich meine, dass ich Becky gefunden habe, ja, beziehungsweise sie mir fangen durfte. Ich glaube, das könnte ein Zeichen sein. Ich glaube, das könnte wirklich ein Zeichen sein, Leute. Und ein Raichu. Ich könnte auf Megalodor wechseln, aber nee, ist mir zu riskant. Na gut, Raichu. Mondgewalt. Eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, nicht leveln. Vor der Luga, ja. Da muss ich schon ein gewisses Level haben, ansonsten kommt es nicht gut. Aber auch auf der Siegerstraße sind gefährliche Pokémon und Trainer unterwegs, ja. Deswegen... Tut mir leid, es geht nicht anders. Ausgezeichnet, lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet! Möge der Weg, den du mit deinen Pokémon bestreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Danke! Seht ihr das? Das sind noch alle 8 Orden. Auf den Wänden. Sehr geil. Ja, geh auf, du Tor. Ich habe alle 8 Orden. Was hältst du mich eigentlich für Noob, hä? Die Siegerstraße beginnt jetzt direkt, oder? Oder kommt da noch ein Pokémon Center? Wow, ja, nee, ist klar. Topmoderne Treppe. Obwohl sie so aus Stein, nach Stein aussieht. Die Siegerstraße. Oh mein Gott, da ist sie. Nee, dafür bin ich echt nicht bereit, Leute. Wir merken uns, ich stehe hier, ja. Ich werde beim nächsten Mal bestimmt nicht genau gleich dastehen, aber ungefähr hier. Vielleicht auch ohne Fahrrad, wir werden sehen. Und dann werde ich meine Pokémon ein bisschen trainiert haben. Ganz besonders Becky natürlich, Megalodor und Ben auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, Level 60 oder so, wäre das angebracht? Ich weiß es nicht, ich werde es mir überlegen. Und vielleicht werde ich bis dahin auch noch irgendeine andere Idee haben, die mir was bringen wird, ja. Aber, wie gesagt, dazu erst beim nächsten Mal. Leute, das war's für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!